Was ist los, Kojiro? Stimmt ja! Oh, ich muss mich beeilen, bevor der Laden schließt. Mio-chan! Yoko, was ist los? Das fragst du mich? Du hast es ja eben echt eilig gehabt und bist einfach abgehauen. Oh, ja, stimmt. Gut, dass ich dich noch gefunden habe. Jetzt können wir zusammen nach Hause gehen. Tut mir leid, ich habe noch was vor. Was? Wo willst du hin? Ah, das ist gar nicht so wichtig. Was ist denn los mit dir? Hast du etwa Geheimnisse vor mir? Also ich gehe einfach nur... Rück schon raus mit der Sprache. Darf ich kurz stören? Oh? Es tut mir schrecklich leid! Hey! Yoko, warte mal, was machst du denn da? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe nicht mit deinem Geständnis gerechnet. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Tut mir leid. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, gerne. In letzter Zeit sind einige gefälschte Geldscheine gefunden worden. Habt ihr vielleicht eine verdächtige Person gesehen? Also ich nicht, du vielleicht? In dieser Gegend halte ich mich nicht so oft auf. Einige Zeugen haben ausgesagt, dass die verdächtige Person eine helle Tasche mit roten Streifen trägt. Hm? Was für ein Zufall! Was ist das denn für ein auffälliges Verhalten? Sag mir nichts! Hast du etwa was mit dieser Sache zu tun? Was für ein Unsinn! Mio-chan würde doch niemals... Lass doch bitte diesen Quatsch! Warum will sie denn jetzt abgeführt werden? Sind Sie etwa im Besitz von Falschgeld? Nein, natürlich nicht. Sie übt nur ihre Volleyballhaltung. Es könnte ja immer mal ein Ball um die Ecke geflogen kommen. Stimmt's, Mio-chan? Also gut. Trotz alledem muss ich ihre Taschen durchsuchen, nur um sicher zu gehen. Na klar, bitteschön. Du auch, Mio-chan. Sie hat einen dabei! Sie hat einen gefälschten Schein dabei! Wie konnte das nur passieren? Ich hätte nicht gedacht, dass Mio-chan so etwas tun könnte! Ich bitte Sie, vergeben Sie mir. Ich bitte Sie, vergeben Sie mir! Ist dies das einzige Falschgeld, das Sie besitzen? Das ist kein Falschgeld, das ist echtes Geld! Das verstehe ich nicht! Jetzt zeigen Sie mir, was in Ihrer Tasche ist! Lassen Sie los! Das ist meine Tasche! Sie ist im Wert des Familienstück! Bakaya. Peace!